Ja, das ist ein Zombie. Und der macht seinen Kopf gegen die Scheibe. Ey, Digga! Digga! Nein, nein, hierher! Ja. Ja, das ist wunderschön. Hi! Du siehst noch ziemlich gesund aus. Oh, es gibt ihn. Wow! Nein, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg! Ich hab keine Waffe! Ich hab keine Waffe! Geh weg! Geh weg! Boah, wie viel die aushalten, ey. Oh. Zwei Beine. Lecker. Und der Rest des Körpers, ne. Krasser. Was ist passiert? Ja, kein Problem. Passiert. Oh, der Flair. Herrlich. Okay. Jesus. Wow. This place is in bad shape. Das war. Nein, werfen. Brennen. Ja, passiert mal. Dass du mir jetzt das Ding aus anschlägst, das ist nicht so toll gewesen, aber gut. So, ja, vorbei. Ja, du Trottel, rennst du nicht direkt rein. Alter. This shit is something out of a sci-fi movie. Das ist das Periodensystem. Unsere einzige Hoffnung. Alter, ich will hier durch. Bah, du frisst den ja. Er frisst seine eigenen Kollegen. Ja, okay, heutzutage. Oh, scheiße. Ja, ich weiß genau, was du lebst. Du kriegst da ja nicht zum Abschillen rum. Eine neue Flair. Wer weiß, was uns hier noch alles entgegenkommt. Unsere einzige Möglichkeit, uns zu wehren, ist diese Flair eigentlich. Ah, du kriegst den ja. Weg, 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 weg! Und eine Kartoffeltasche. Sorry. Ah, Mist, die Flasche ausgegangen. Okay, Doc. Grab what you gotta grab, but don't dawdle. Mist! Oh! Hey, du bist so dumm. Lauf doch weg. Dass du uns angreifst, ist ja eine Schweinerei. Die haben mir noch Klopapier gegeben. Hallo, geh weg. Brenne. Stirb. Mist, Kerl. So. Energie aufladen, 100% Cent. Dann holen wir uns noch hier für den Anzug. 30%. Was? Oh, wir haben da war Munition drin, okay. Wusste ich gar nicht. Na gut, nehme ich gerne you mit. Have any idea what's going on? Wo soll ich das wissen?
Bring it on. Nein. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Excuse me. Ich muss dich entschuldigen. So. Wir helfen natürlich dem Sicherheitsbeamten. Meine Fresse. Hier ist was los. Erkennt ihr den Platz? Scheiße, scheiße, Fleischschwanze, sage ich schon. Nein, das ist natürlich keine Fleischschwanze. Kartoffel. Oh, scheiße. Ja, ich würde sagen, das hat er nicht überlebt. Das ist hier, nachdem wir von der Fahrt gekommen sind. C, anomalous materials. We have an emergency situation here. I repeat, we have a code red emergency situation here. Possible biocontaminations. Ja, wir haben einen richtigen Notfall. Hello? Hello? Is there anybody out there? Hier läuft alles schief. Oh, eine Brechstange. Wow. Wir können uns zumindest wehren. Oh, und der lebt noch. Dem hat's nur die Beine weggefetzt. Au. Au, Alter, was für eine Reichweite hat der? Ja! Oh Scheiße, pass auf, pass auf! Oh nein, nein, nein! Oh nein! Genau, diese Kartoffeltaschen, wie ich die ab jetzt nenne, ne? Die springen auf die Köpfe der Wissenschaftler und man die zu diesen Zombies, die wir gesehen haben. Ne? Du schilfst dir ein bisschen ab. Ey, kann ich dir helfen? Sag was, sag was! Oh nein. Er ist tot. Ja, dadurch, dass es wie gesagt gestern bis zu einer bestimmten Stelle gespielt habe, die jetzt aber auch gleich kommen wird, kenne ich den Ablauf so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal gespielt, das Spiel, aber es ist schon, wie gesagt, lange her. Ja. Ich freue mich auf alle Fälle. Ja. Ja, brenne mal, du Drecksack. Ich meine, du kannst nichts dafür, dass du ein Zombie geworden bist, ne? Aber ich will jetzt hier niemanden mehr haben. Alter, was für Auswirkungen. Bis hierhin, ey, ist doch der Wahnsinn. Haben wir hier was? Ne. Okay. Hier war ich nämlich gestern nicht drin. Ich habe gestern, habe ich das schon gesagt, als ich gestern gespielt habe bis dahin. Und weil ich hier nicht drin war, habe ich das hier übersehen gestern. Aber jetzt nicht. Anzug. Warning. Sehe ich genauso. So, die Kisten und so und alles aus Holz verwendet haben. Brechen. Wäre nicht so gut, wenn wir das zerbrechen. Aus gutem Grund. So. Alter, was für Auswirkungen. Da liegt noch mehr Anzug. 45%. Ja, jetzt hat gerade meine Schwester gestört. Geschwister heutzutage stimmen. Nein. Okay, wir setzen unsere Reise fort. Mit einer Brechstange in der Hand. Oh. Junge, sei mal nicht so aufdringlich. Au, Alter, ich hasse dich.
Na, ich bin kaputt. Wow, ja, das nennt man Missgeschick. Ist das das Gehirn? Nee, das ist der Schädel. Und das Auge! Das Auge finde ich immer am geilsten. Na. Das ist ein Flummi! Okay, nicht lustig, aber... irgendwie hat doch ein bisschen, ne? Na, falsche Taste, Mist. Haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Kletten sind das, ja. Die ziehen einen an diesen... schön... Junge, bist du mich verarscht? Was ziehst du mich denn jetzt noch hoch? An ihren schönen Tentakeln hoch. Ey, da war der Mann im blauen Anzug und im Aktenkoffer hat man jetzt, glaube ich, schlecht gesehen. Was ist denn, was ist denn? Ah, Alter! Doch kein Blitzschlag von dir, ob bist du dumm? Hast du Probleme? Dann geh zu. Keine Ahnung. Gibt es irgendjemanden mal nicht hier? Lass mich doch in Ruhe damit. Dein Problem. Die interessieren mich ein Scheißdreck. Tablet? Ich weiß nicht. Alter! Die habe ich ganz vergessen. Komm mal. Diese Kartoffeltaschen, ey. Boah, ey. Die grunzen und schreien und oh. Kann einem ja schon leid tun eigentlich, ne? Waren alles mal Wissenschaftler. Bis vor ein paar Minuten noch und dann. Ja. Oh, oh, thank God! Listen, I know where you can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you and I'll unlock the door. Okay, dann komm mit. Komm mit. You know where to find me. Hallo, du affirmative. Du. Danke. Hier war eben der Mann mit der Aktentasche. Wer ist das? Wait! Maybe we can reason with it. Ja, du mich auch. So ein Ding? Marvelous! Bitte dich. Ich bitte dich. So. Dann schalten wir auch noch kurz den Strom ab. Der wollte den schon wieder fressen. Oh, safe haven. Alter, lass mich doch zuerst rein. No. Well, so. At any rate. Jetzt geht's mir schon besser. Und weil es mir so gut geht, mache ich ab jetzt die Gegner auf normal. Warum hatte ich die eigentlich auf leicht? Na gut, so große Kämpfe hatten wir aber auch nicht. Also ist das zu verkraften. I've had my fill for excitement today. You're welcome to stay if you want. Let me. Oh. Jetzt haben wir einen Schuss vergeudet wegen dir. Wir müssen anscheinend woanders weiter. Dafür haben wir diese zwei Dinger abgeschaltet. Diese zwei Stromversorgungssachen. Denn jetzt ist hier die Tür aufgegangen. Naja, ich würde sagen, hier mache ich mal eine kleine Pause einfach, lege ich ein, saven, hat es jetzt gesaved? Ja, ich glaube schon, trotzdem nochmal. Und dann bis zum nächsten Mal bei Black Mesa. Bye bye.